Da auch noch mal hin. Also wir sind gleich drüben an der Stelle. Ups. Wo die war. Irgendwie mit dem Bohrer komme ich nicht so richtig klar. Ja, ist schon eine andere Sache wie eine Spitzhacke. Ja, irgendwie schon. Irgendwie schon. Ist das hier eine Kiste oder ist das hier Erz? Also es ist nur Erz. Also hier ist sehr viel Kobalt. Entweder habe ich einen scheißen blöden Bug oder ich kann es nicht. Ja, vielleicht fehlt uns ja auch noch irgendwas, Ian, kann ja sein. Hast du Seele des Fluges? Dann brauchst du die heilige Seele da. Hast du die auch? Ian. Oh, was ist denn da? Nein, ich gucke gar nicht nach den Flügeln. Ich versuche gerade am Altar, Ekelpulver herzustellen. Achso. Wow, hier ist noch ein grünes Herz. Und hier funktioniert gar nichts herzustellen, so ungefähr. Alles, was ich mache, ich habe immer die Sachen dabei. Ich kann abgrasen, was ich will. Es funktioniert einfach nichts. Oh, da ist es. Also, wir müssen irgendwann die Bosse machen, weil hier ist so viel grünes Erz, das wir brauchen. Schon wieder gefunden. Ja, ich kann keine. Geh doch mal hin. Ich kann dir gerne vorlesen, was du dafür brauchst. Und dann geh mal hin und dann macht halt mal. Bitteschön. Hier, ich lege einen Händler rein. Alter, der kriegt auch schon wieder. Händler. Ja, du bist schon wieder 700 Blöcke weit weg. Ich weiß gar nicht, der beamt sich immer, ne? Das ist Wahnsinn. Der bohrt sich durch die Wände einfach durch. Blub. Es gibt einen komischen Jojo zum Kaufen. Format 10C. Okay, und wie stark ist das? 29 Nahkampfschaden, 7 kritische Treffer, es ist schnell. Ja gut, 29 ist natürlich jetzt nicht so der Hammer. Aber vielleicht, wenn es schnell ist, weiß ich nicht, vielleicht ist es natürlich schneller als das, was ich habe. Und da ist schon wieder eine Schildkröte. Weilpowder brauche ich, genau. Soll ich weitergehen oder soll ich warten auf dich? Ich komme gleich. Ach, das Zeugs habe ich. Ach, das ist alles noch viel zu wenig. Bin auf dem Weg theoretisch, wenn ich den richtigen Weg habe. Ah, du bist durch dieses Haus gegangen, bestimmt, ne? Ja. Okay. Da kommt dann ein Lorensystem. Ah, ja, okay. Deswegen bist du so fix wahrscheinlich. Ich bin gerannt. Ja, natürlich. Ja, überall durchgeflitzt hier. So, hui. Ah, okay, gut. Nach wohin gehen wir weiter? Nach unten, ne? Ja, aber hier ist der Händler. Vollkommen durch. Geschäft. Ich weiß nicht, wo man das macht. Muss ich das nachlesen. Ehrlich. Ach so. Und woran? Ach so, schnell da, okay. Ach so, nee, das ist dann dasselbe wie meins. Blaues Gegengewicht. Wieso haben die alle so komische... Ach, egal. Höhengänger Leuchtstab. Zeigt Schätze in der Nähe. Ernsthaft? Cool. Das ist cool. Weißt du, da guckt man kurz, quatscht man kurz mit dem Händler, guck mal auf die Karte, es kriegt schon wieder 500 Blöcke weg. Vor allem weiß niemand, in welche Richtung. Falsche Richtung, offenbar. Runter einfach. Einfach runter. Ja. Ich komm schon. Ich schau grad nach Honig, dass ich irgendwo die Bienenkönigin sehe. Im Dschungel, bitte. Ja, ich bin ja im Dschungel. Ah. Ja, wir sind im Dschungel unterwegs. Im Dschungel unterwegs. Da war die Pyramide. Ach so, oh Gottchen. Wow, da ist die Mimik. Oh, hallo Ian, das war jetzt gerade nicht so die günstigste Stelle zum Teleportieren. Ja, ist alles gut, alles gut. Bei mir ist die Mimik, wenn die jemand will. Wo ist sie denn? Bei mir unten. Die merkt man sofort, die Kiste steht in der Erde drin. Da merkt man, dass es eine Fälschung ist. Sehe ich nicht. Was? Runter einfach, ganz runter. Runter. Oh, da ist schon wieder Kobalt. Im WWC angeschrieben, seltenes Monster, Mimik. Ach, bei dir wird's angezeigt. Da unten die gelbe Truhe. Ist die Mimik. Ist die Mimik, schau genau hin. Die Erde. Ich sehe gar keine Truhe. Welche Truhe? Ach da! Da. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Sternenmann. Sternenmann. Ich klopf drauf, ich krieg da. Guck ihn an, der ist voll. Ja, ne? Er sammelt nur auf.
Es ist der Wahnsinn, wie macht man das? Ian, leg den an, der ist gut. Wenn du Schaden kriegst, fallen Sterne runter. Das macht Damage an alle Gegner. Wenn du Schaden kriegst, fallen Sterne runter. Oh, kommen wir noch? Und da ist er wieder weg. So Leute, wie lange machen wir eigentlich noch heute? Adamantit? Nicht lange. Nicht lange, ne, ja. Jo. Zweimal. Jawohl. Das geht zum Ende hin heute. Ja, heute ist der. Heute ist so dermaßen der Wurm drin, das ist der. Ja, und dabei habe ich den tollen Wurm noch nicht mal gefangen. Oh, was ist das denn für einer gewesen hier? Archäologe! Ich habe irgendeinen Typen umgelegt, der irgendein besonderer Typ war, der arme Mann. Alter, erschrecke ich mich jetzt hier immer? Ne Mimik ist in der Nähe bei mir. Ach so, der Alex. Ah, ich sehe schon. Alex, wenn du im Dschungel bist jetzt, du kannst einen Boss spawnen, ne? Das weiß er gar nicht. Welch? Wie denn? Der kann Plantena spawnen. Wenn er aus Versehen die Pflanze abbaut, dann ist Essig. Welche Pflanze? Das ist eine lila Pflanze. Wenn du die abbaust, halt, dann ist Schluss mit lustig. Dann spawnt der Boss. Ach so. Ja, das ist doch schön. Dann machen wir das. Zumindest ist die Mimik. Zumindest die Mimik. Mann, erst was willst du denn heute? Ding, 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 ding. Ja. Ja, dann suchen wir doch mal diese Pflanze. Später. Alter, Ian, guck mal hier runter. Ja. Komm mal in das Wasserbecken hier runter. Ja, ist, ich weiß nicht. Ja. Wo kommen die alle her? Ja. Ja, okay. Das ist ja Wahnsinn. Wo kommen diese ganzen Fische her? Wir haben nichts offen. Weiß ich nicht. Du bist der Angelexperte. Ja. Ja, ich glaube, hier hat lange keiner mehr Fische gefangen. Ja. Das sollte man ändern. Ja, oh. Guck mal, was da drüben alles los ist, ey. Das nein, muss ich auch noch. Ich hab keine Zeit, ich bin Schrott. Tschüss. So, wieder da. Jo. Wo geht ihr hin? Da bei mir ist die Mimik. Bei dir ist eine Mimik. Ja, die steht genau richtig hoch. Was hast du getan? Ja. Alter, die Fische, die können aber einiges so. Alex, bleib mal da stehen. Ja. Mach mal da mit dem Jojo da an meinen Sachen halt. Ja, ja. Jojo, mach mal das Vieh da unten platt. Hab ich. Ach, du ahnst es ja nicht. Dann warte, ich komm zu dir. Die sind heftig, die machen ordentlich Schaden. Alter, komm, mach ich Schichte. Ich schwöre drauf, das bringt ja, denn ich hab so dermaßen. Bei mir läuft gar nichts. Ja, und ich brauch die Biene. Wo ist der denn jetzt hier her? Die Fische und so, die hitten hart. Ja, die Fische sind echt heftig. Also da muss man echt Vorsicht walten lassen. So, irgendwie runter. Alter Vater. Ja, ich brauch die Biene. Sieht schon gut, ne? So, hier schön nochmal Kobalterden. Das ist nicht feierlich, das ist echt nicht feierlich. Also, das ist heute nicht mein Tag. Ich merke das schon. Passiert. Gibt halt solche und solche Tage. Nix hier. Nix auf der Kette kriege ich heute. So. Kölner Lichter waren ja gestern wieder. Wow, was ist das? Nicht so viel Schaden. Und boah, hier sind auch viele. Ich frag mich immer wieder bei den Kölner Lichtern, Alter, wie viele Millionen, die da in die Luft jagen. Was Geld kostet. Sag mal, wie viele Bienen haben wir eigentlich getötet? Also, so Bienenkönigin. Oh, hier war mein Haus. Hier war mein Haus anscheinend. Bienenkönige, ich glaube 3, oder? Also bei mir laggt es gerade richtig. Weil ich renne jetzt gerade die ganzen Nester durch. Adamant,
Es ist nicht mein Tag. Ich bin nicht schon. Mein Tag. Schon wieder dieses grüne Erz. Das grüne Erz. Aber richtig viel. Alter. Was wird denn das für jetzt hier? Komm mal her, du. Komm mal her, du. Wo ist er denn? Nicht da, okay. Jetzt ist er weg. Oh. Das, da, da. Das, da. So, das weg, das kommt. Da, nee. Alter. So. Boah, macht die einen Schaden, diese komische Blume. Die machen alle so viel Schaden, das ist nicht feierlich, das macht, das ist ehrlich. Wir sind doch auch schon auf der Höhe vom, du wolltest doch nur Wachs haben, oder Ian? Dann gehe ich jetzt mal darüber zu dir. Ich nehme alles davon mit, weil hinterher stehen wir da, da fehlt wieder diese Kleinigkeit, oder nur mit, was du kannst. Ja. Hauptsächlich Wachs. Ich, mein Inventar ist leider eh voll. Das ist, glaube ich, nichts Neues, oder? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. So, warte mal. Ich muss doch nur hier ein bisschen rüber und dann sind wir doch schon... Ich meine, ich bin doch sogar schon auf der richtigen Höhe. Kann doch nicht so schwer sein. Gut, da ist die Bienennest. Ah. Alter, geh weg. Wer hat mir denn da so einen Kopf, einen Mumikopf reingetan? Mumikopf. Alter, das sieht blöd aus. Also in meinen letzten Truhe sind meine Schwerte drin, die ich für Excalibur später brauche. Mann, ich will da rüber. Ich komme nicht rüber. Ach, jetzt geht's. Das Vieh ist tot. So, dann müssen wir noch einen Weg nehmen. Kann ich das überhaupt schon bauen? Das ist auch eine gute Frage. Mir fehlt das Höllenschwert, oder? Wie ich weiß, fehlt mir noch das Höllenschwert. Hier geht das sowieso nicht, oder? Nee, ich hab Höllenschwert. So, hier sind wir am Honigpott. Wo? Ja. Achso, da. Aber wo krieg ich denn hier Wachs her? Nur von der Königin, glaube ich. Oder man kann es selbst bauen auch, ich weiß jetzt nicht. Oh, ich komme nicht mehr aus dem Wachs raus, aus dem Monio. Ja, ich habe mir jetzt 20 Bienenstock abgebaut, aber den nee, abzubauen ist richtig nee, mit schwer. Mit Bienenstock kann man nicht Wachs machen, leider. Alter, diese Scheiße von Essen. Ah, ich bin gerade tot. Okay. Gehört. Eigentlich. So viel Honig. Ah, so viel Honig. Also ich bin jetzt fast drauf gegangen. Ein neuer Handelsreisender, da müssen wir nochmal alle zurück. Und dann mal was. Handelsreisender, wo ist er denn? Im Haus irgendwo. Ja, also Ian, keine Ahnung, ob wir hier auch Wachs rauskriegen oder nur Bienenstock. Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht. Hat irgendwas Neues zu verkaufen? Das gibt's noch nicht. Ach, was soll it? Jackson, wo bist du? Ist Luke Skywalker. Luke Skywalker ist wieder da. Also aus dem Bienenstock konnte man nichts machen. Vielleicht kann man aus dem Honig das irgendwie zusammen. Doch. Bienenstock brauchst. Du brauchst 5 Honigblock, ein Stachel, 5 Bienenstock und einen abgefüllten Honig. Dann kannst du so eine Abscheulichkeit beschwerte Bienenkönigin. Okay. Also hat das jemand? Ist der denn drauf? In den Willi? Triff mich hinter Lukes Haus in 3 Stunden. Ich was? Denke, ich,
Ich denke, ich habe ein, hab ihr hab, etwas, was du finden willst. Aha. Und was soll das sein? Hinter Lukes Haus. Der Luke ist hier im Haus. Na, dann triff dich mal hinter Lukes Haus hier. Ja, aber erst in drei Stunden. Erst in drei Stunden. Das ist drei Stunden Echtzeit. Ach, das ist natürlich ärgerlich dann. Was ist denn der Roderick hier eigentlich? Was hat die denn? Clownshose. Oh Gott, was hat der denn? Sommerhut. Ach, die hat die... Ah, okay. Können wir aber dem dann den Hasen verkaufen hier. 5 Silber, naja gut, komm. So, hier komm ich. Bei mir passiert gerade gar nichts mehr. So, muss mal zusammenzählen, weil ich baue mir den unendlichen Schuss. Ach so. Ja, gut. Da müssen wir jetzt schon wieder nichts mehr zu sagen. So, warte mal. Hier mein Alter, der Anker gibt ein ganzes Gold. Das ist ja Wahnsinn. Soll ich mir den Mini-Hai kaufen? Oder die Schrotflinte? Gönn dir den Mini-Hai. Nee, ich hab Sturmgewehr. Aber das ist schwach. Das sind nur 20 Fernkampfschaden. Das ist echt nicht stark. Das ist echt nicht viel. So, Leute, aber dann würde ich sagen, können wir hier Sachen auslagern und dann unsere Session für heute beenden. Ich bin dafür. Ich bin quasi schon raus. Also ja, du bist quasi sowieso schon am Ende, ne? Weil da kommen nicht mehr viel heute. Also bei mir ist... Schichti im Schachti. Ich finde es gerade nicht. Ich habe nichts geschissen gekriegt, gar nichts. Ich habe da einiges versucht auszuprobieren, was ich mir aufgeschrieben habe. Einiges funktioniert nicht. Sehr frustrierend. Ja. Ich kann den Beutel nicht herstellen. Ja, wenn das nicht hinaus ist, das immer so eine Sache. Ne? Das ist halt doof. Mal gucken. Ich habe 5 mal 999 Kugeln. Normalerweise reicht das. Da will er noch mehr. 99 Kugeln. Wahrscheinlich musst du aber noch mal 5 mehr haben, damit du auch wirklich die 5000 voll hast. Mal schauen, zusammenrechnen. Steinblöcke da rein. Da fliegen Glühwürmchen wieder rum hier, Alex. Ein Glühwürmchen, oh warte, das muss ich noch fangen. So ein quietschgelber Schmetterling oder was weiß ich, was das ist, der leuchtet irgendwie. Wo fliegt der denn? Links von mir, mit einem Schattentruhen. Den kenne ich noch gar nicht. Den müssen wir anschauen. Was nicht, was das ist? Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Schmetterling, irgendein Schmetterling. Ey, wieso hab ich das? Das sieht aus wie Schmetterling, keine Ahnung. Ein Schwefelfalter, auch so 10% Köderkraft, der ist jetzt nicht so Wahnsinn, aber na gut. So, nochmal hier ein paar Vögelchen und so mitnehmen. Wie viele Tiere hier mal bei uns rumlaufen. Normalerweise müsstest du jetzt so bauen, ehrlich. Ja. Ja, und wir können die alle in einen Käfig stecken. Man kann sich doch diese Glaskäfige bauen. Ja, ganz sicher, ehrlich. Erst einfangen, dann in Käfige packen. Lass dein Viehzeugs leben, dann will er. Ja, es lebt doch. Lebt doch dann. Ja toll, aber wie? Ehrlich. Ja, aber guck mal, der Vogel hier drin, der ist auch die ganze Zeit nur in dem Haus hin und her geflogen. Das ist ja traurig. Der ja, wo Silber. Kann ich den bauen? Ja, das ging ihren die vorhin die ganze Zeit auch so. Ich hab Musketenkugeln, so viele. Ich hab so viele Musketenkugeln. Ich könnte unendlich schießen. Oh, das hat nicht viel. Tja. Ich mache hier Erstschuss, sobald ich den Beutel habe. Das ist okay. Ich bleibe jetzt hier stehen. Ich sage schon mal Tschüss. Dann müsst ihr den Rest beim Alex gucken. Ja, nee, weil Ich mach jetzt für mich jetzt hier einen Cut. Ehrlich. Ja, ich stehe nur rum, ich mache nichts mehr. Wir können hier schön Cut machen. Oh. Hier oben wachsen unsere Blümchen und gedeihen schön auf den Dächern. Das und sieht mal so weg schön vom aus. PC. Ja. Einfach mal rausgehen und Sonne tanken. Sonne tanken, genau. Ja, und den schönen Regenbogen genießen. Jo. Leck mir die Federn. Und hier liegt auch noch eine Schiene rum. Na, das ist doch was. Es gibt's nicht. Wo kann ich den Scheiß herstellen? Kannst du nicht. Kannst du aber. Es geht aber nicht herstellen. Vielleicht müssen wir hier noch in der Nähe sein. Weiß ich nicht. Wer hat denn da das Fischglas da oben hingestellt? Wo? Mit den Fischen.
Warte kurz, da schaue ich jetzt schnell kurz, weil ich will den Beutel haben. Arme Fisch. Das war garantiert nicht. Der will raus, der kraucht da oben und dann. Lass mich raus, sagte, lass mich raus. Das war garantiert ja nicht. Nee, ich hab mich gefangen, du Erschmier. Ich klar. Guck mal, das ist der Zauberer. Der Zauberer hat den eingefangen da mit seinen magischen Skills. Natürlich. Nee, ich mach sowas nicht. Ich fange doch keine kleinen harmlosen Fischel. Hat er nicht doch irgendwie vor ein, zwei Wochen hat er noch erzählt, ich war fischen, ey. Leider konnte er keinen fangen, halt. War so geil, dass der Kollege so viel gefangen hat. Ja, ja. Was Rache? Na, aber was? Er hat wahrscheinlich die Kollegen damals gesagt, den vorwiegend so kleine Fische damit gegeben. Ich hab, gib mir so einen kleinen Blauwal, dann kriegt er gleich einen Düppel über den Kopf, ey, und dann aber hast du sie gefangen. Den hab ich gefangen, sagt er dann. Ja, wenn schon, denn schon. Ein Baseballschläger. Baseballschläger direkt auf den Kopf. So gehört sie das. Ich habe eine geile Idee. Ich habe auch eine geile Idee. Ich gehe noch einmal zu Miles so hin. Das ist so geiles Wetter. Es ist so geiles ich habe ja bei mir, ich habe ja bei mir um die Ecke habe ich ja eine Brauerei. Jetzt weiß ich, wie es geht. Wo ist der Magier? Du hast eine Brauerei um die Ecke, da gehst du heute hin. Mit Biergarten, weißt du was, nach der Aufnahme schmeiße ich einfach schön gemütlich dahin und setze mich im Biergarten und trinke ein schönes, größtes. Schön die Sünderbrauerei ist doch hier. Jetzt geht's. Endlos Beutel. Alex, musst du eigentlich auch kennen? Ja, natürlich. Sünderbrauerei hier? Die haben auch einen Biergarten. Du kannst auch gut essen so cool. Im Sommer. Echt? Essen ist auch gut da? Könnte man auch machen. Salate. Ja, schön. Hört sich gut an. Dann genießt das mal und ich werde jetzt mein Bettchen aufsuchen. Warum? Dann, warum geht das nicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Ach so. Ah, ich weiß schon warum. Ich hab schon. Und dann schauen wir, wann der Chris seinen Beutel fertig hat und dann. Ja. Schauen wir mal. Ja, wird der Pech haben, das schafft er heute nicht mehr. Das schafft er heute nicht mehr. Weil in dem Moment, wo der Alex sagt. Und weißt du was? Weißt du, was ich mir hier komme? Hier, Ian, komm her. Ian, wo bist du? Ian. Ah, ich hab ihn, jawohl. Ja, gutes Bier. So, gutes Bier, komm her, Ian. Lass uns anstoßen. No. So, Prost. Ach, warte mal, ich hab hier nur was für dich. Ja, die habe ich, glaube ich, zufällig da aufgesammelt, keine Ahnung. Dankeschön. Warum vibrierst du eigentlich so, Ian? Oh, dankeschön. Vibrieren? Ja, ich weiß nicht, du blinkst so ein bisschen. Ach so, ich weiß nicht, welcher Effekt da bei mir drauf ist. Ja, weiß nicht, ein lustiger Effekt. So, und das macht Chris hier eigentlich hier. Chris ist hier so wie irgendwie so ein wildgewordener, naja, Theorie, würde ich sagen, aber... Und wir sehen danach 10 Stück. Uah, direkt dazu. Alter, ich werde die Sonne gleich. Ian, wo hast du die Seelen danach hingegeben? Im Bosskiste sind die ganzen Seelen drin. Und auch die Federn. 10 danach, wie viel haben wir? 7 Stück. Leck Arsch. Noch 10, dann kann ich mir in der Schaufelten einen Onyx Blaster holen. Das ist viel stärker. Klar. Ich wollte. Ich wollte aus den Seelen der Nacht wollte ich eigentlich dämonische Flügel machen. Tja, ja, das kannst du dir abnehmen. Da der Chris, Alter, der hier jetzt rumballert, ist Wahnsinn. Nun dann, wünschen wir allen da draußen noch einen schönen Tag. Und beim nächsten Mal werden wir alle Bosse mit links plätten, weil Chris einfach alles wegnudelt. Okay. Dann müsst ihr erstmal gucken, wie wir die zusammenbauen. Ich hab da geguckt halt, oder geht das? Ja, nicht. Aber irgendwie, weiß nicht, vielleicht brauchen wir noch irgendeinen anderen Tisch, oder? Du musst es auch bei irgendeinem Charakter machen. Das kann natürlich auch komm, wir warten beim Schlusswort. Mein Sünderkönig im Biergarten, das wartet auch nicht. Komm mal zu mir. Komm mal zu mir, vielleicht kannst du da herstellen. Na gut, Ian. Dann machen wir das noch. Vielleicht brauchst du die Magiekugel da. Die habe ich auch gebraucht für den Beutel. Magiekugel. Ja, die da oben, da kriegst du für 10 Minuten erhöhte Magiekräfte. Ach so.
Ich weiß nicht, wovon er spricht. Hier. Bei der Uhr, hier. Beim Goldfischrein. Ich sag ja, meine Aufnahmefähigkeit heute ist. Ich hoffe, es ist so geil. Hast du einmal draufgeklickt auf die Kugel? Wo sind jetzt die Buffs? Sehe ich jetzt die Buffs hier? Ja, oben links. Ian, bist du mein Schwert hier? Ah ja, Magiekräfte werden erhöht. An dem Fisch daneben kann man gar nichts machen. Ich sag dazu ja nichts hier. Chris, der metzelt hier alles. Feuerwerk! Ah. Oh, ich hab einen Trank genommen, sehr gut. Du hast einen Trank genommen, sehr schön. Ja, dann verabschieden wir uns in diesem Tag. Alex, komm, mach Schluss. Bitte. Wir machen jetzt Schluss hier. Das hat keinen Sinn mehr. Der Chris, der metzelt jetzt alle Tiere hier einfach nieder. Das können wir uns nicht mehr mit angucken. Einen schönen Tag noch da draußen. Tschüss. Ciao. Ciao.